Mission beendet. Alles klar, Digga. Hoppa. What? Ja, ja. Puh. Ging sie fast ums Ohr strecken aus. Schau dir den an. Wen haben wir denn da Schönes? Da kann man wenigstens was droppen, der Hund. Der Hund soll wenigstens was droppen. So schaut's aus. Was hast du denn da wieder für eine Mission? Mhm. Richtig und richtig. Let's go. Der ist ja wenigstens nicht so allein. Das ist ja arm dran, der Hammer. Ganz allein da bei der Mission. Das geht immer ja überhaupt nicht. Es geht ja nicht, Digga. Und du zerfetzt aber die Gegner Wasche, Alter. Holy. Der ist ein bisschen ein Ficker. Der schaut's aus. Also, ich bin es mir wieder nicht wert, anvisiert zu werden. Er rennt einfach an mir vorbei, Alter. Wie wäre ich nichts. Wie wäre ich einfach ein Nichts, Digga. Dann gehen wir drauf, dass ich da oben was machen kann. Ja, das mit dem Gift ist scheiße. Gift ist extrem scheiße. Das müssen wir schon lassen. Also wenn eins Schaden macht, dann Gift. Weiß ich nicht, ob der Haberer da überhaupt irgendwas macht, aber am Anfang hat er was gemacht. Ah! War vielleicht schwer beschäftigt mit irgendwas, mit Wichsen oder so, keine Ahnung. Hey, be careful. Jeremy was able to get the drop on me because I was too focused on other things. Alter, mach mir nur ein bisschen auf Nahkampf und Füße. Ja, das ist eh nix. Das ist eh nix. Ein Ninja! Schau dir den an, Alter, den Ninja, Alter. Gib ihm Hilfe! Barbara! Bist du überhaupt noch da? Ich frag mich nur. Hallo Nummer für den Verein. Schön, dass ich alles alleine machen kann. Danke. Was für ein Wichser, Alter. Irgendwie der Ur-Wichser, Alter. Ich kann alles alleine machen und der. Da schaut mir dazu, wie der sich zerlegt. Schau dir das an. Schau dir das an, Alter. Gibt's ja nicht. Alles kann ich machen. Okay, er geht wenigstens auf den Elite-Hammerer los, immerhin. Er ist wenigstens auf den Elite-Hammerer losgegangen. Ja, besser ist nichts, sage ich jetzt einmal dazu. Besser ist nichts. Aber schau, ja, ach so, der spielt da mit der Pistole, oder was? Ja, dann ist eh klar, dass da nichts weitergeht. Schule. Wenn ich mit der Pistole spielen würde, dann würde ich mich auch selbst erschlagen. Dann merkst du eh, Alter, wenn der einfach nur so bei der Seite da steht und das Ganze. Der wartet ja eigentlich nur drauf, bis jemand, bis so ein Elite-Haberer kommt. Der wartet immer auch drauf, das ist ja das. Nervig, das ist ja das. Oh, brauchen wir Hilfe oder was? Die Bären. Fast da runtergefallen, Alter, was ist da los? Oh, nicht schlecht. Einfach gleich mal runtergefallen. Hat auch was. Der ist kein auch was, Alter. Opa! Und? Giftleiter! Aha, das. Ein Wahnsinn! Da kriegst du noch wieder länger mit Breite. Ja, okay, da würde ich dann aber auch eine Schnellreise machen. Also, da passt mich nicht fragen. Da passt mich definitiv nicht fragen. Bin ich gleich da. Was gibt's denn wieder Schönes? Wichtig und richtig. Unbedingt. Zeig mal her, was haben wir denn da wieder Schönes? Irgendwas Besseres? Ja, für Speergewehr, ja, ist wenigstens ein bisschen los, Alter, gegangen, passt, und tschüss. 5W? Ah, da kann ich definitiv nicht nein sagen.
Soll ich einmal wieder dem Strahlengewehr eine Chance geben? Geben wir dem Strahlengewehr wieder noch eine Chance. Mich würd's ein bisschen interessieren. Mich würd's echt wirklich ein bisschen interessieren. Vielleicht habe ich das Strahlengewehr schon ein bisschen zu früh quasi verurteilt. Das kann vielleicht sein. Vielleicht habe ich es ein bisschen zu früh verurteilt, dass ich gleich sage, nein, ich will's nicht. Gleich drauf geschissen. Giftleiter beim Angriff auf den Vergiftung betroffenen Gegner Schusswaffenangriff. Da muss ich aber schauen, dass ich dann nicht. Warte. Keinen elektrischen, sondern Gift mache. Ja, ich habe aber nur Feuer und das Ganze. Muss ich schauen, dass ich einen Gifttypen habe. Damit sich das wenigstens auszahlt. Oh, das habe ich dazu, das habe ich dazu. Das haben wir dazu, das haben wir dazu, das haben wir nicht dazu. Das haben wir dazu. Alles, was das Herz begehrt. Na sicher, mehr Magazin muss schon drin sein. Na hallo. Wenn du vor allem gelassene Einschlagmunition erhältst, verwandelst du es je nach Spezialmunition. Ist auch nicht uns wieder. Hat was. Hat was, hat was. Hört sich nicht schlecht an. Hört sich definitiv nicht schlecht an. Was haben wir da wieder schönes? Kurzschwert. Oh. Würde mir aber vielleicht auch reizen. So ein Kurzschwert statt ein Schockschlag. Ablegen und dann das nehmen. Würde mich schon reizen. Mhm. Da habe ich aber auch alles, gell? Ja, passt. Was ist da jetzt schon wieder? Muss halt leider ausgerüstet werden. Tut mir leid. Oh. Step, oder für das ist das Ultimate ist und das Ganze. Nehmen wir lieber das. Schwer enttäuscht. Definitiv schwer enttäuscht. Na, Havetere. Was hast du denn da jetzt wieder? Oh, schlecht. Schlecht. Statt den Kasten da. 34. Ja, safe. Das schaut wenigstens noch was aus. Na, das ist eine bessere Verteidigung. Oh. Okay. Okay, ich sag nichts. Alles klar, Digga. Zerleger und tschüss. Was willst du denn jetzt schon wieder personalisieren? Der zeigt mir immer, da ist aber eh nichts. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich glaube, das eine Mal hat es damals nicht funktioniert. Stamp, Alter. 1-1 wie von Gears of War, was ist denn da los? As you know, my mission was to remove the source of the contamination in the abandoned area. And it's fixed nix back for him. Where you rescued me, near the pipe there, my unit and I were looking for the source of the contamination connected to that pipe. We were on the verge of finding it. But the soldiers in my unit started getting sick, one by one, from some unknown disease, while the Order of Truth seemed to be getting stronger by the day. You know I have a sensitive nose, right? Well, my soldiers and the enemy smelled the same to me, but their symptoms, how the disease affected them, were the opposite of each other. It doesn't make any sense. Once I figured that out, I didn't just sit on my butt. I mobilized all of my men who were able to move and scoured the nearby area. That's when they turned on me. I knew I shouldn't have pushed them so hard. Jeremy showed up, and you know what that idiot said? Albion considers all of you to be expendable. Follow me, and I'll give you power. Let's take down Albion together. Ah, it sounded like a bunch of hogwash. But then he took out the Ironheart. And it was the first time any of us had seen something that had seemed like just a rumor. To be honest, it was also the first time I'd seen the real thing in person. And even I thought it was pretty extraordinary. Though because I'd been connected to the guide from the start, I didn't fall for Jeremy's speech. But when that bastard said what he needed for his plan was nearby, one by one, my men pointed their guns at me. What did Jeremy say it was again? What he needed? That's right, a seed storage.
And I knew the source of the contamination was there too. Wisst ihr, im Hintergrund immer so. You're planning on going to the seed storage now, aren't you? In that case, focus on finding Jeremy. Destroying the source of the contamination, the seed storage, was my original mission. I'll try and recover and get back on track with that as soon as possible. I'll make sure to blow up whatever it is Jeremy is trying to get his hands on. Isn't the smell of gunpowder the best? Sprengstoff-Experte. Aha.